Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für unser Seminar Sprache und Politik, heute zum Thema politische Interviews. Das haben wir vor. Zunächst ein paar Hintergründe zum Thema Mediatisierung der Politik im Allgemeinen und dann zu politischen Interviews im Besonderen. Wir haben vorbereitend die Studie von Klein gelesen. Das ist eine gesprächsanalytische Studie, weswegen ich es für wichtig halte, nochmals die gesprächsanalytischen Grundlagen aufzufrischen. Und dann möchte ich noch kurz andere Studien vorstellen, die sich auch mit politischen Interviews und dann vor allem auch mit dem Ausweichen in politischen Interviews beschäftigt haben. Fernsehen, so können wir, glaube ich, festhalten, ist ganz klar das Leitmedium der Politikvermittlung, wahrscheinlich noch wichtiger als Zeitungen, wobei wir Fernsehen ja natürlich im erweiterten Sinne fassen müssen und auch solche Angebote wie Mediatheken und Videopodcasts darunter subsumieren sollten. Luginbühl schreibt in seinem lesenswerten Einführungsaufsatz zum Thema, dass Medien und Politik sich in ihren Handlungslogiken gegenseitig beeinflussen, um ihre Leistung zu steigern. Also Medien sind auf Politik angewiesen und umgekehrt und entwickeln gerade im Zusammenspiel ganz neue Formate. Zunächst mal von der Politik ausgesprochen ist es ja so, dass PolitikerInnen sich medienkonform verhalten müssen und sie müssen auch dem Unterhaltungsbedürfnis des Publikums nachkommen. Allerdings dürfen sie auch nicht zu medienkonform sein, sonst gelten sie als zu geleckt oder zu opportunistisch. Und wenn sie sich zu sehr den Unterhaltungsbedürfnissen anpassen, dann gelten sie als Spaßpolitiker, wie Guido Westerwelle zum Beispiel, als er damals vor vielen, vielen Jahren in den Big Brother Container kurzfristig eingezogen war. Ja, also da gilt es, einen schmalen Grat zu finden. Auf der anderen Seite, von den Medien her gesprochen, ist es so, dass sie viele politikspezifische Formate entwickeln. Denken wir an sowas wie das Sommerinterview, an TV-Duelle oder auch an solche Sendeformate wie Weihnachtsansprachen, die auch tatsächlich für ein TV-Publikum, früher Radio, aber dann für ein TV-Publikum gehalten werden. Das heißt, Medien sind auch, oder Politik ist für Medien ein ganz wichtiger Impulsgeber und strukturiert zu einem großen Anteil das vor, wie die Angebote der Medien genau gestrickt sind. Treffen hier wiederum auf andere Handlungslogiken, indem wir Medienunternehmen auch wirtschaftlich handeln müssen. Das heißt, auch sie müssen Unterhaltungsbedürfnisse bedienen. Daraus entsteht dann häufig der Vorwurf oder die Diagnose, häufig als Vorwurf des sogenannten Polytainment, ja, die Mischung aus Politikberichterstattung und Entertainment. Denken wir an sowas wie Talkshows. Ja. Wir müssen, glaube ich, noch einen wichtigen Punkt erwähnen, gerade mit Blick auf neueste Entwicklungen. Was mehr und mehr wichtig wird, sind Medienprodukte durch die Politik selbst, dass also nicht nur die Medienhäuser Medienprodukte erstellen, sondern Merkel selber dreht ja auch ihren Podcast. PolitikerInnen sind auf Twitter aktiv an den offiziellen Kommunikationskanälen vorbei. Das haben wir bei Donald Trump ja ausführlich beobachten können. Und das gilt es in Zukunft in der Forschung auch noch stärker zu beschreiben. Aber das nur als Randbemerkung. Wir wollen uns jetzt im Besonderen mit politischen Interviews heute beschäftigen, als einer besonderen Mediengattung. Das ist zunächst mal ein besonderer Typus des Medieninterviews allgemein, und für Medieninterviews gibt es viel Forschung und da ist eine allgemeine Grundstruktur beschrieben worden. Medieninterviews haben natürlich zunächst mal eine recht klar verteilte Rollen. Es gibt den Interviewer, die Interviewerin, die Fragen stellt, den oder die Interviewte, die die Fragen beantworten soll, und an dieser Grundstruktur wird eigentlich selten gerüttelt. In politischen Interviews hingegen gibt es noch ein paar Besonderheiten, die Luginbühl so beschreibt. Der Interviewer hat in solchen durch Frage-Antwort-Sequenzen strukturierten Gesprächen in der Regel eine doppelte Verpflichtung. Er ist zur Unparteilichkeit verpflichtet und darf seine Gäste nicht direkt kritisieren oder unterstützen. Gleichzeitig soll er auch nicht nur als Stichwortgeber der politischen Gäste fungieren, die dann im Interview eine Plattform für ungehinderte Eigenwerbung erhalten. Vielmehr soll der Interviewer für Ausgewogenheit sorgen. Ja, also diese doppelte Aufgabe
Einerseits neutral, aber auch nicht zu neutral, schon durchaus kritisch, aber nicht zu kritisch. Wenn wir, um uns klarzumachen, was politische Interviews auszeichnet, ist es immer hilfreich, sie mit anderen Medieninterviews zu kontrastieren. Und denken wir mal an sowas wie Künstlerinneninterview, ne, also irgendeinen Schauspieler oder einen Musiker oder Musikerin, die sich zu ihren neuen Filmen oder Alben äußern dürfen, oder auch Sportlerinneninterviews nach dem Spiel oder auch sonst. Die sind ganz, ganz anders. Und was politische Interviews auszeichnet, ist, dass sie ausgesprochen konfrontativ sind im Vergleich. Ja, also es geht schon darum, die Interviewten irgendwie zu kitzeln, sie in Widersprüche zu verstricken, ihnen unangenehme Fragen zu stellen. Und das ist was, was politische Interviews auszeichnet und weswegen wir hier auch in besonderem Maße ausweichende Antworten beobachten können. Mehr, deutlich mehr als zum Beispiel in SportlerInnen-Interviews. Das führt Klein in seinem Text, den Sie gelesen haben, auf eine ganz bestimmte Struktur zurück, die dieses Gesprächsformat grundiert, nämlich, dass das Publikum, die sogenannten unsichtbaren Dritten, ja auch die potenziellen Wählerinnen sind und nicht nur einfach ein interessiertes Publikum oder möglicherweise Fans, wie bei Interviews mit Bands oder Musikern oder SchauspielerInnen und so weiter. Nein, es sind Wählerinnen, die tatsächlich über Macht oder Machtverlust in letzter Instanz entscheiden. Und dann formuliert Klein in einer schönen Passage, die ich zitieren möchte: Man weicht als Politikerin aus, wenn eine nicht ausweichende Äußerung zu einem Thema, mit dem man konfrontiert wird, negative Folgen für die Akzeptanz beim Publikum bzw. bei relevanten Publikumssegmenten und damit direkt oder indirekt auch für Machtoptionen befürchten lässt. Auch diejenigen, die politische Akteure in einer Talkshow zum Ausweichen veranlassen, tun das mit Blick auf das TV-Publikum als Moderatorin, um mit provokativen Fragen Unterhaltungs-Informationseffekte zu erzielen. Und das geht noch weiter, das können Sie nachlesen. Auch politische Gegner in größeren Runden stellen solche Fragen. Ne? Das heißt, dadurch, dass PolitikerInnen um die Wählergunst buhlen, müssen sie besonders darauf achten, ausweichend zu antworten, wenn sie kritisiert werden. Auf der anderen Seite sind politische Interviews genauso gestrickt, dass Interviewer immer wieder Anlässe suchen für genau solche provokativen Fragen. Ja, und deswegen sind politische Interviews so ein toller Gegenstand, um Ausweichstrategien zu untersuchen. Und das Ganze ist eingebettet in ein gesprächsanalytisches Setting. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Interviews grundlegend durch eine Frage-Antwort-Struktur gekennzeichnet sind. Und hier gilt das, was Schegloff das Prinzip der konditionellen Relevanz genannt hat, Conditional Relevance. Ja, also wenn eine Äußerung folgt, wird für die Beteiligten eine bestimmte Reaktion erwartbar, in der Form, dass das Ausbleiben dieser Reaktion auch wieder Schlussfolgerungen ermöglicht. Ja, also ein Schweigen im Gespräch nach einer Frage ist nicht einfach nur Nichtstun, ja, sondern ist sehr wohl ein Handeln, was gedeutet werden kann als Ausdruck von Ahnungslosigkeit, als Verweigerungshaltung, auf jeden Fall etwas, woraus die Teilnehmenden selber wiederum ihre Schlüsse ziehen können. Ja? Also ausbleibende Reaktionen sind offiziell abwesend, so nennt Schegloff das. Und das ist so, in normalen Gesprächen im Alltag ist es so, dass das Ausbleiben der erwarteten Reaktion, zum Beispiel bei einer Frage eine Antwort, bei einem Vorwurf eine Rechtfertigung, bei einer Bitte die Entsprechung der Bitte. Und wenn diese erwartete Reaktion ausbleibt, dann ist dieses Ausbleiben dispräferiert, wie es genannt wird. Und für dispräferierte Antworten oder Reaktionen gibt es eine ganz klare Tendenz in Alltagsgesprächen, dass sie sprachlich markiert werden. Wir können das auf verschiedene Art und Weise tun, zum Beispiel durch Verzögerungssignale, durch höhere Komplexität und Ähnliches. Als Beispiel, wenn ich Sie frage, gehen wir zusammen in die Mensa, können Sie einfach sagen, ja klar. Wenn Sie zustimmen, wenn Sie ablehnen, können Sie nicht einfach sagen, nein und gehen weg, sondern dann müssen Sie sagen, ja, ich würde ja gern, aber ich muss.
noch hier für die Klausur lernen und ich kann gerade nicht beim nächsten Mal. Also dispräferierte Antworten sind wesentlich komplexer und wir finden ganz häufig eben solche Verzögerungssignale wie Äms, Pausen und so weiter. Und Klein stellt nun fest, und das ist interessant daran, dass Ausweichen eigentlich auf dem Papier im Alltag eine dispräferierte Antwort wäre. Genau das müssen Politiker aber überspielen und Politikerinnen. Ja, was er dann Ausweichen kaschieren nennt. Also sie müssen ausweichen, dürfen genau das aber nicht zu deutlich machen und dürfen es auch nicht als solches markieren. Ne? Wenn wir im Alltag ausweichen, dann oder die Frage nicht beantworten, dann würden wir Rechtfertigungen einschieben und so weiter. Und das tun sie ja gerade nicht, sondern sie gehen häufig drüber hinweg. Und das wiederum führt dann in nächster Instanz am nächsten Turn zu so Reaktionen wie insistieren und nachhaken. Das bedeutet, Ausweichen wird als ein sequenzielles Phänomen beschrieben. Ja, das ist das Prinzip der Sequenzanalyse, dass wir Äußerungen nicht isoliert betrachten, sondern wir schauen uns Sequenzen an. Eine kritische Frage, die ausweichende Antwort, dann das Insistieren, Nachhaken, wiederum ausweichen. Und so können wir uns diese Verkettungen anschauen. Darauf wird es ankommen, auch bei unserer Beispielanalyse. Andere Studien möchte ich auch noch kurz vorstellen, die sich auch schon mit dem Thema Ausweichen beschäftigt haben. Vor allem im angelsächsischen Raum gibt es da sehr, sehr viel Forschung zu. Eine klassische Studie wäre die von Peter Bull und Meyer 1993, die den schönen Interview, schönen Titel trägt How Not to Answer in Political Interviews. Und Bull und Meyer untersuchen Thatcher und einen anderen Politiker in Election Campaigns und zählen aus, welche Strategien da verfolgt werden, also wie viele Fragen werden denn tatsächlich nicht beantwortet und wie wird das jeweils bewerkstelligt. Und sie unterscheiden da verschiedene Grundstrategien, zum Beispiel einfach die Frage ignorieren, einfach komplett drüber hinweggehen, aber auch die Frage in Frage stellen, also die Legitimität in Frage stellen. Die Prämissen, auf denen die Frage beruht, in Frage stellen und so weiter. Man kann auch den Interviewer direkt attackieren, persönlich angreifen. Die Antwort kann man auch verweigern, also zugeben, ja, auf solche Quatschfragen antworte ich doch gar nicht erst. Making political points kann ich schlecht übersetzen. Damit ist es eine häufige Strategie, dass, und die ist auch im kleinen Aufsatz beschrieben, dass nicht direkt die Frage beantwortet wird, sondern ein ganz anderes Thema von politischer Relevanz eingebracht wird. Also so eine Umlenkungsstrategie. Es kann dann sehr wohl mit einem politischen Statement geantwortet werden, was aber eigentlich nichts mit der Frage zu tun hat. Und schließlich auch noch interessante Strategie, dass man die vorherige Antwort wiederholt mit so einem Vorsatz wie wie ich eben schon gesagt habe, oder um es nochmals zu wiederholen, und dann wiederholt man die Antwort und damit ist die Frage sozusagen beseitigt. Man muss auf die erneute Frage gar nicht mehr antworten. Ja? Und das sind die Kategorien, die Sie festgestellt haben, und Sie machen dann quantitative Auswertungen. In Zotero ist die Studie verfügbar. Schauen Sie sich das an bei Interesse. Ekström hat auch noch eine interessante Studie vorgelegt, in denen er sich Announced Refusal to Answer anschaut, also wiederum die Antwort, die Verweigerung von Antworten, und das aber jetzt gerade nicht kaschiert wird, sondern ganz explizit zum Thema gemacht wird. Ne? Also so auf solche Fragen antworte ich nicht, weil, und dann kommen Begründungen, und es ist interessant, dass wir dann anschauen können, wie in diesen Kontexten Legitimitätsstandards in der Politik und auch in den Medien verhandelt werden. Genau das können wir ja auch in dem Höcke-Interview beobachten, wie wir nachher hoffentlich besprechen werden. Ich möchte dann noch erwähnen, nur am Rande, eine Studie, die ich selber vorgelegt habe mit meinem Kollegen Stefan Hauser. Wir haben uns für die Formulierung "Wer mich kennt, der weiß" angeschaut. Nur ganz kurz, unser Befund war, dass in politischen Interviews Kritik häufig indirekt formuliert wird, dass es nicht heißt, sie sind arrogant, sondern viele sagen, sie wirken arrogant. Ja? Also dass die Kritik von Dritten referiert wird. Und genau das kann man gewissermaßen spiegeln als interviewte Person, indem man sagt, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht
arrogant bin oder ähnliches. Und deswegen haben wir das als Koproduktion neutralistischer Strategien beschrieben. Ja, aber für unser Thema heute in unserer Gruppenarbeit sind bestimmt die Arbeiten von Bullmeier und Ekström die relevanteren. Das ist Literatur für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.